Herzlich willkommen zu Im Gespräch auf M4TV. Wir sind heute in St. Pölten gelandet. Möglicherweise sogar der ältesten Stadt Österreichs, sicherlich aber der jüngsten Landeshauptstadt. Erst seit 1986 ist die Regierung hierher nach St. Pölten gewechselt und es ist auch der Arbeitsplatz meiner heutigen Gesprächspartnerin, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Jeitner. Im Gespräch mit Johanna Mikl-Jeitner, amtierende Landeshauptfrau von Niederösterreich, und ich sage mal ganz herzlich danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, für dieses Gespräch. Gerne und grüß Gott. Vielleicht kurz einleiten. Sie sind ja in Großharras aufgewachsen, haben dann den Abschluss in Wirtschaftspädagogik gemacht und sind dann relativ rasch, ich würde meinen, glaube ich, 4 oder 5 Jahre später bereits direkt in die Politik eingestiegen. War das von vornherein das Ziel oder ist es so, wie wir gerade im Vorgespräch gesprochen haben, einfach ein Lebensplan, der sich da auftut? Ich war erfolgreich in der Wirtschaft und es war dann einfach Zufall, mein Weg in die Politik, aber einmal Politik und immer Politik, weil es einfach schön ist, Niederösterreich gestalten zu dürfen. Sie hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, als Lehrerin tätig zu sein, das waren Sie auch ein Jahr, keine Lust mehr auf Lehrer sein? Ja, es war auch unglaublich spannend und ich habe sehr viel gelernt und vieles davon kann ich jetzt im Beruf verwenden, denn Pädagogik und an Menschen heranzugehen und offen zu sein für deren Wünsche, das braucht man auch in der Schule. Vielleicht kommen wir auch auf die Schule noch einmal zu sprechen, steigen wir aber jetzt natürlich ein. Das Jahr 2020 war auf alle Fälle ein Krisenjahr oder wird uns auch so in Erinnerung bleiben. Die Pandemie hat uns fest im Griff. Und trotzdem glaube ich, dass viele Menschen sich mehr Sorgen machen um die Wirtschaft. Wie sehen Sie das? Ja, das Jahr 2020 war für uns alle ein sehr herausforderndes Jahr, so wie wir es noch nie erlebt haben, zumindest meine Generation. Und da gilt es auch, Danke zu sagen der gesamten Bevölkerung für die Ausdauer und die Disziplin und natürlich auch all jenen, die dazu einen Beitrag geleistet haben, gut durch die Krise zu kommen. Und wenn wir jetzt eine Zwischenbilanz ziehen, haben wir das bis jetzt gut geschafft. Aber ja, Sie haben recht, dass natürlich diese Gesundheitskrise auch einhergeht mit einer Wirtschaftskrise, dass dadurch die Wirtschaft massiv eingebrochen ist und vor allem auch die Arbeitslosigkeit angestiegen ist. Wir haben in Österreich, in Niederösterreich eine Arbeitslosigkeit wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und da heißt natürlich für uns seitens der Politik auch sehr viele Hilfspakete zu schnüren und das haben wir gemacht, sowohl die Bundesebene als auch die Landesebene. Hilfspakete für die Wirtschaft, aber vor allem auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was haben wir gemacht? Wir wollen vor allem jene, die arbeitslos geworden sind, begleiten am Weg wieder einen Job zu finden durch Qualifikation, durch Umschulung. Durch Umschulung eben Perspektiven auch schaffen in neuen Zukunftsbereichen wie in der Zukunft. Und wir wollen natürlich auch viele Menschen integrieren am Arbeitsmarkt, die es nicht so einfach haben. Und dafür nehmen wir auch sehr viel Geld, nämlich über 2 Milliarden Euro in die Hand. Sie sprechen, Sie nehmen 2 Milliarden Euro in die Hand. Nichtsdestotrotz sind es ja Steuergelder. Und die müssen ja auch irgendwo herkommen. Daher auch die Frage, was werden das für Folgekosten für die öffentlichen Haushalte sein? Diese Hilfspakete waren einfach notwendig, damit der Schaden nicht noch größer wird. Und wenn wir den Wirtschaftsökonomen Glauben schenken, dann ist die einzige Devise investieren, 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 dass wir auch gut durch die Krise kommen, damit wir den Schaden so gering als möglich halten können. Das heißt, Schulden aufnehmen jetzt und später zurückzahlen, wird das irgendwann möglich sein? Ja, wir in Niederösterreich waren zu Beginn des Jahres sehr gut unterwegs auf unserem Weg in Richtung Nulldefizit, aber diesen Weg mussten wir aufgrund von Corona verlassen. Und es stimmt, ja, es mussten neue Schulden aufgenommen werden, um diese Hilfspakete auch bezahlen zu können. Aber das war alternativlos. Aber ja, wenn die Situation es wieder zulässt, werden wir wieder am Weg des Nulldefizits zurückkehren. Die neuen Verordnungen sind da. Wir wissen, bis Weihnachten wird es gewisse Beschränkungen auch noch geben, auch über die Weihnachtszeit. Vielleicht eine persönliche Frage, wie werden Sie dann Weihnachten verbringen? Sind Sie mehr als 10 Personen?
Ja, in der Regel waren wir immer mehr als 10 Personen, weil ich aus dem Schoß einer Großfamilie komme und ich natürlich die Großfamilie gerne um mich habe. Aber ja, Weihnachten wird diesmal anders, denn Corona hat alles anders gemacht. Aber Weihnachten ist ja auch die Zeit der Ruhe und vor allem auch Zeit, um intensiv Zeit mit der Familie zu verbringen. Das heißt, ich werde heuer diese Ruhe und vor allem die Familie im Kleinen ganz, ganz intensiv genießen. Und ich hoffe auch, dass andere das können. Die Suche nach dem Impfstoff gestaltet sich nach meiner Meinung nach eigentlich wie die Suche nach dem Heiligen Gral dazumals, also der einfach dann für alle Heilung verspricht. Ist es eine Suche nach dem Heiligen Gral, den man nie gefunden hat, oder wird es möglicherweise doch eine Lösung sein für die Zukunft? Wie stehen Sie dazu? Ja, Gott sei Dank ist der Impfstoff zum Greifen nahe und wir können davon ausgehen, dass im Jänner mit den Impfungen begonnen werden kann. Und auch ich werde mich impfen lassen, sobald es geht, und werde hier als Vorbild auch vorangehen. Denn je mehr sich impfen lassen, umso schneller werden wir das Virus auch besiegt haben. Und da können wir in Niederösterreich auch ganz besonders stolz sein, denn eine niederösterreichische Firma aus Klosterneuburg stellt einen Teil dieses Impfstoffes auch her. Also Sie sind der Meinung, der Gral wird gefunden und Sie möchten auch daraus kosten, gewisse Ängste, die im Hintergrund da sind, keine vorhanden? Also ich glaube, jeder, der die Bilder aus unseren Kliniken kennt, wo Menschen auf der Intensivstation liegen mit Sauerstoffgeräten, der weiß, dass die Impfung einfach ein gutes Instrumentarium sein kann, sich vor diesem Virus auch schützen zu können. Da nehme ich die Impfung gerne in Kauf. Wechseln wir vielleicht an dieser Stelle das Thema. Ich habe ja eingeleitet mit einem Krisenjahr 2020 und erst vor kurzer Zeit, Anfang November, gab es auch einen Terroranschlag in Wien. Hier in St. Pölten ist man doch nicht so weit weg wie vielleicht der Vorarlberger oder der Tiroler. Wie haben Sie das auf der einen Seite vielleicht persönlich mitbekommen und welche Schlüsse kann man eventuell daraus ziehen? Ja, es war für uns alle ein sehr schrecklicher Tag und dieses Attentat war zweifelsohne ein Angriff auf unsere Demokratie, auf unsere Art zu leben und auf unsere Freiheit. Und da kann unsere Antwort nur sein, wir werden uns nicht unterkriegen lassen und wir werden auch die Art unseres Lebens nicht ändern und auch von unseren demokratischen Werten nicht abrücken. Wir werden auch weiterhin alles tun, um die Terroristen und Extremisten zu besiegen mit all unseren rechtlichen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Aber danke auch in diesem Zusammenhang an die Einsatzkräfte, an die Polizei, die innerhalb kürzester Zeit den Täter zur Strecke gebracht haben und vor allem auch viele Menschen, die Zivilcourage gezeigt haben und andere aus der Gefahrenzone gebracht haben. Und das hat mir gezeigt, dass das Miteinander einfach stärker ist als das Gegeneinander, dass das Wir größer ist als das Ich. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Man kann hoffen, dass es nicht nur ein Einzeltäter bleibt, sondern dass es auch bei einer Einzeltat bleibt für die Zukunft. Ja, das können wir alle nur hoffen und da heißt es eben wirklich null Toleranz gegenüber Terroristen und Extremisten zu zeigen. Machen wir einen Hackerl bei den negativen Dingen? Gibt es eigentlich auch Dinge aus dem Jahr 2020, die als positiv herauszustreichen sind? Ich glaube, jeder von uns ist froh, dass dieses Jahr 2020 einmal zu Ende geht und jeder hofft jetzt auf die Ruhe in der Vorweihnachtszeit und auf ein ruhiges Weihnachtsfest. Aber was ich auf alle Fälle positiv in Erinnerung haben werde für immer, ist dieses Miteinander und vor allem auch dieses Zusammenstehen in einer Ausnahmesituation, in einem schwierigen und herausfordernden Jahr. Und ich bin fest davon überzeugt, wir werden das schaffen. Parallel zu diesen ganzen Pandemie-Angelegenheiten hat es da auch Projekte gegeben, die man vielleicht aus dem Jahr 2020 ein wenig herausheben kann? Ja, ein Projekt lässt sich besonders hervorheben, nämlich das größte Bürgerbeteiligungsprojekt in Europa mit unserem Sonnenkraftwerk Niederösterreich. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir auf 150 Gebäude des Landes Photovoltaikanlagen installieren. Und wir wollen hier die Bürgerinnen und Bürger motivieren, sich daran zu beteiligen. Und sie können hier Anteile zeichnen und können dadurch auch noch eine gute Rendite machen im Ausmaß von 1,75%. Das heißt, diese Investition bringt Geld und sie sind Teil der Energiewende. Das heißt, ein Projekt, das in ganz Europa Schule machen wird. Mit dem man jetzt 2020 gestartet hat, wie lange wird dieses Projekt in etwa andauern?
Ja, wir haben jetzt bereits gestartet und ich gehe davon aus, dass wir es in den nächsten 3 bis 5 Jahren umgesetzt haben werden. Im Gesprächen mit vielen Bürgermeistern aus dem Mostviertel war immer auch die Frage dabei, zukunftsorientiert zu arbeiten. Was gibt es für Projekte, wenn man vorausblickt in die nächsten Jahre? Gibt es da auch etwas Spezielles, außer dieses Energieprojekt, das ja schon angelaufen ist? Ich glaube, das Wichtigste am Weg in die Zukunft ist das Thema Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit, Sorge zu tragen, dass es sehr viele Arbeitsplätze gibt und deswegen auch die Wichtigkeit, dass sich Betriebe hier bei uns in Niederösterreich neu ansiedeln und vor allem auch über sehr viel Innovationskraft verfügen und deswegen investieren wir auch sehr viel in Innovation. Ich bin persönlich ein sehr positiv denkender Mensch. Wie optimistisch sieht jetzt deine Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in die Zukunft? Ja, da haben wir etwas gemeinsam. Auch ich bin also grenzenloser Optimist. Und was wir am Weg in die Zukunft brauchen, ist vor allem auch die Zuversicht. Und die Zuversicht, die haben wir in Niederösterreich. Denn gerade Niederösterreich hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viele historische Momente genutzt und gemeistert, also auch sehr viele Krisen und Katastrophen. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass wir die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam meistern werden und erfolgreich in die Zukunft gehen. Wobei positiv denken kann man, denke ich, nur dann, wenn man auch einen Energieplatz hat, wo man mehr oder weniger die Batterien wieder auffüllen kann. Was ist ein Energieplatz für die Landeshauptfrau? Ja, auf alle Fälle meine Familie und natürlich auch die Familie Niederösterreich. In den wunderschönen Begegnungen tanke ich auch sehr viel Kraft und ich freue mich, wenn diese Pandemie vorbei ist, damit ich wieder direkt vor Ort die Begegnungen mit den Menschen genießen kann. Wolfgang Sobotka setzt sich ja gerne an sein Instrument und spielt, um zu entspannen. Gibt es da bei Ihnen auch ähnliche Dinge, die Sie entspannen? Ja, ich meine, Wolfgang Sobotka spielt selbst an seinen Instrumenten. Ich gehöre eher zu jenen, die zuhören und die gerne singen, zwar nicht richtig, aber mit Begeisterung. Dann hoffen wir auf einen schönen Gesang unter dem Weihnachtsbaum. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit, danke fürs Gespräch. Schönes Weihnachtsfest. Dankeschön, Dankeschön. Auch an Sie, danke fürs Zusehen. Das war's wieder mal von M4 im Gespräch. Wollen auch Sie im Gespräch sein? Melden Sie sich einfach bei uns. Ich würde mich freuen. Bin schon gespannt, wo wir als nächstes landen. Mein Name ist Günther Berger und Sie sind im Bild.